Die Gewinner des Preises für innovative Ausbildung wurden in einer feierlichen Zeremonie in der Oldenburger Exerzierhalle ausgezeichnet. Den ersten Platz belegten die Unternehmen Manitowoc, Brötje Automation, Büfer und die CW-Stiftung mit ihrem Gemeinschaftsprojekt Ausbildungsverbund Nordwest. Die vier Unternehmen ermöglichen so ihren Auszubildenden Einblicke in die verschiedenen Betriebe ihres Verbundes. Das ist einerseits große Freude und andererseits Verantwortung, weil wir natürlich jetzt mit dem Ausbildungsverbund Nordwest versuchen müssen, das Ganze halt nachhaltig auf den Weg zu bringen. Wir befinden uns ja sozusagen noch in der Anfangsphase, uns gibt es jetzt gerade ein Jahr und wir starten halt, wie im Film schon gesagt wurde, mit den Mechatronikern und im nächsten Schritt sollen halt weitere Ausbildungsberufe dazukommen und eventuell, falls Interesse bestehen sollte, auch noch weitere vier. Aber es war nicht das einzige Unternehmen an diesem Abend, das sich über eine Auszeichnung freuen konnte. Die Firma Meyer Technik aus Ganderkesee wurde mit dem zweiten Platz gewürdigt. Sie punkteten mit ihrem Seminar Azubi Jump, das sowohl die Auszubildenden und ausbildenden Kräfte schult. Wir nehmen mit, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind und einfach so weitermachen sollten, weiter uns engagieren sollten, unsere Auszubildenden und unsere Ausbilder enger zusammenzubringen, das Teamgefüge zu stärken und da halt wirklich langfristig für eine gute Ausbildung zu sorgen. Der dritte Platz für innovative Ausbildung ging an die Landesbank Bremen. Mit ihrer Kommunikationsplattform ConSkio bietet sie ihren Auszubildenden die Möglichkeit, sich über die Grenzen des Betriebes hinweg zu vernetzen. Wir sind sicher auf dem richtigen Weg. Das ist natürlich so eine Auszeichnung immer das schöne Signal, dass man mit seiner Idee richtig liegt. Die Idee oder den Preis haben natürlich auch unsere Auszubildenden gewonnen, die seit mehreren Jahren dabei sind, unsere Plattform, unser Azubi-Extranet weiterzuentwickeln, mitzugestalten. Von daher gebührt diese Trophäe auf jeden Fall nicht einer Person, sondern dem ganzen Team, die in den letzten Jahren da mitgemacht haben. Insgesamt 33 Unternehmen aus dem gesamten Oldenburger Land hatten sich mit originellen Ansätzen für bessere Ausbildung beworben. Die NWZ veranstaltet die TIA-Runde jetzt ja bereits seit 6 Jahren und das war jedes Mal ein großer Erfolg. Tendenziell beteiligen sich immer mehr Unternehmen an unserem TIA-Wettbewerb. Ziel ist ja letztlich, dass wir Ausbildungsideen bekannter machen und das ist auch im großen Stil gelungen. Wir berichten ja über jede Bewerbung. Alle Artikel werden gesammelt, auch im Internet, da kann man die jederzeit nochmal angucken. Diese Artikel geben dann anderen Unternehmen Anregungen, was sie machen können, was sie besser machen können in ihrer Ausbildung. Und so entwickelt sich das ständig zu einer Ausbildungsplattform, wo jeder etwas beitragen kann oder auch eine Idee herausziehen kann für sich, für seinen Betrieb. Der Wettbewerb, der von der Nordwestzeitung ins Leben gerufen wurde, wird auch im nächsten Jahr wieder auf innovativen Ideen von Unternehmen im Bereich der Berufsausbildung aufmerksam machen.